Lieber hochwürdigster Abt Maximilian, liebe Herrn Äbte, alle, die jetzt verbunden seid, liebe ehrwürdige und hochwürdige Mitbrüder, danke, Pater Walter, für deine großartige Predigt über den guten Hirten, denn es ist tatsächlich eine Fügung, dass zu deinem 60. Geburtstag und seit deinem 10-jährigen Jubiläum als Abt des Stiftes Heiligenkreuz, und ich glaube 5 Jahre bist du jetzt auch schon Abtpräses der österreichischen Zisterzienserkongregation, dass wir den gerade am guten Hirtensonntag feiern. Noch dazu, wo er mit dem heiligen Markus zusammenfällt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe, der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, lässt die Schafe im Stich und flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Und der Wolf reißt sie und jagt sie auseinander. Pater Prior Meinrad und Rektor Pater Wolfgang waren es, die mich gebeten haben, eine Laudatio zu halten. Ich habe heftig abgelehnt. Mein Argument, ich kenne ihn zu gut. Dann haben sie mich doch breitgeschlagen, aber ich habe sie gebeten, dass das, was ich hier zu deinem Geburtstagsfest und zu deinem 10-jährigen Abbatiat sage, nicht Laudatio genannt wird. Das ist sie auch nicht, denn eine Laudatio muss alle Aspekte eines Wirkens abschreiten, muss alle Aspekte eines Schaffens ausleuchten und das ist quantitativ nicht möglich. Du bist eine zu unfassliche Persönlichkeit und außerdem bist du noch, du hast die Munitio von Abt Gregor gerade gehört, aber ich möchte dich schon ermutigen, noch ordentlich weiterzumachen. Du bist mittendrin im Schaffen. Es ist zu früh. Udo Jürgens, Gott hab ihn selig, hat gesungen mit 66 Jahren. Da fängt das Leben an und du bist erst 60 und mittendrin im Großen. Ich werde also deine Biografie nicht wiedergeben. Jeder kann sie, wenn er Zeit für diesen langen Text hat, in Ruhe auf Wikipedia oder auf der Homepage des Stiftes oder der Hochschule nachlesen. Pater Johannes Paul, dort ist sie allerdings nicht abgedatet, bitte. Mein Titel lautet auch nicht, wie mir ein Münchner Missio-Fan gestern geschrieben hat, ein Münchner Missio-Fan. Ich soll den Titel wählen, man muss Gott für alles danken, auch für die Schwaben und die Franken. Nein, das ist auch nicht mein Titel, sondern mein Titel lautet herzliche Einblicke und das ist doppelsinnig gemeint. Einerseits ist mit herzlich mein eigenes Herz gemeint, denn ich bin mit dir seit deinen ersten Tagen hier verbunden und ganz besonders durch die gemeinsame Priesterweihe. Und zweitens meine ich mit herzlich auch dein Herz. Das Innere eines jeden Menschen ist ein abgrundtiefes Geheimnis. Nur Gott kennt uns durch und durch. Pater Dominikus hat, glaube ich, ein Bonmot geprägt, das lautet, wir Mönche leben ungeliebt und sterben unerkannt. Nun, das ist nicht ganz falsch, weil es eben die Besonderheit des Monos, des Mönchseins ist, des Alleinseins. Unsere Existenz ist Menscheneinsamkeit um der Gottesgemeinsamkeit willen. Ganz ungeliebt ist aber sicher keiner von uns, von unseren fast 100 Mitbrüdern und du sicher schon gar nicht. Und unerkannt bist du auch nicht. Auch wenn nur Gott jeden von uns durch und durch kennt. Die einen kennen dich als Beter, andere als Prediger, als Firmspender, als Abt, als Mitnovizen, als Organisator, von den Briefen her, von den Besprechungen her, von den Leitungsaufgaben her, von den vielen Telefonaten, wenn man bei dir es klingelt, da und da, die sind der Abt, das und so weiter und so fort, die ganze Welt ruft da an, oder eben vom Fernsehen her, von den übertragenen Messen auf EWTN am Montag, von Radio Horeb oder Radio Maria, aber ganz kennt dich, und das gilt auch für mich und für uns alle, ganz kennt uns wirklich keiner, außer Gott. Ich liebe dieses Herz Jesu, Bild von Il Gesù in Rom. Es stammt von Pompeo Batoni und wir haben zuerst an der Hochschule und jetzt auch bei Missio Österreich viele Gebetskarten mit diesem Herz Jesu Bild drucken lassen. Dort hält Jesus nicht nur sein Herz hin, sondern das Gesicht ist genau in der Mittelachse, so dass das Auge auf diesem gedrehten Gesicht genau in der Mitte ist. Das Auge ist Mittelpunkt des Gesichtes. Mit diesem Auge schaut uns Jesus an. Es ist das alles sehende Auge Gottes. Gott weiß alles, Gott kennt alles,
Gott sieht jeden Winkel unseres Seins, aber sein Blick ist nicht der Blick des Aufpassers und des Kritikers, sondern sein Blick ist das hingehaltene Herz, die reine Barmherzigkeit. Herzliche Einblicke heißt, dass ich auch versuchen möchte, mit den Augen Jesu auf dich zu schauen und ein bisschen in dein Herz zu blicken. Da ich damit zugleich auch mein Herz eröffne, damit es ein wirkliches Chor ad Chor, ein von Herz zu Herz wird, bitte ich um Verzeihung, dass ich auch einiges über mich sagen muss. Meine Berufung in das Kloster Heiligenkreuz habe ich erlitten. Ich wusste, dass ich Priester werde durch einen geistigen Fußtritt, den mir der Herr mit 17 versetzt hatte, aber ich wusste nicht wie. So war es das Studium an der Hochschule. Als Privatstudent wohnen bei Pater Norbert im Pfarr von Alland. Das Studium an der Hochschule, das mich hierher gebracht hat, und 2 Jahre später sollte es bei dir ganz ähnlich sein. Du kamst aus Augsburg und hast in Meierling bei den Franziskanerinnen als Privatstudent gewohnt. Übrigens, bitte liebt die Karmelitinnen in Meierling, die so viel für unsere Studenten beten. Wir haben aus dem dort mittlerweile baufällig gewordenen Studentenheim, das wir 2007 renoviert haben, mindestens 5 oder 6 Berufungen, die schon Priester sind, die zu uns gekommen sind. Wir profitieren als Männerkloster sehr viel von diesem Doppelkloster, von dieser Aufopferung der Schwestern. Und du, lieber Herr Abt, bist der erste Meierlingo. Du bist der erste Meierlinger, der zu uns gekommen ist. Ich war damals schon eingetreten und habe mich gefreut, dass du immer wieder im Konvent aufgetaucht bist. Ich habe immer wollen, dass Heiligenkreuz wächst. Einer meiner glücklichsten Momente als Novize war damals, als ich ein junger Südtiroler, der einen ziemlich irrationalen Konflikt mit dem damaligen Gastpater, Pater Walter, hatte, erinnert euch gut, ja, und so weiter, ein junger Südtiroler, der damals noch erstaunlich schüchtern war, sich zum Noviziat anmeldete. Ich gratuliere unserem Hauptökonom, Pater Markus Rauchecker, an dieser Stelle ganz herzlich zu seinem heutigen Namenstag. Und dann... Ich werde über irrationale Konflikte noch einiges sagen. Und dann kamst schon du als Kandidat ins Haus. Wir haben uns damals auch deshalb verstanden, weil sofort klar war, dass du marianisch und eucharistisch bist, durch und durch. Ich war damals schon Zeremoniär. Du wurdest dann nach der Profess recht bald Sakristan, was mich sehr entlastete. Ich weiß nicht, ob noch jemand den Herrn Josef Büchler kennt. Das waren Zeiten. Doch unvergesslich wird der 10. Juni 1983. Für uns beide bleiben. Es war die erste Abtswahl. Ich hatte damals schon zeitliche Profess. Du warst noch Kandidat. Es war eine Richtungswahl. Ich möchte das so ungeschminkt sagen, denn wir hatten ja einige 68er. Für mich ist 68er nicht die Unterscheidung zwischen liberal oder sonst was, weil alle unsere 68er sind sehr fromm. Aber eben, sie waren 68er. Also, ich kann das nicht erklären, aber es war so. Ja, also, wir konnten zwar als Junge, es sind viele, sind alle schon im Himmel, wir konnten zwar als Junge noch nicht wählen, aber wir wollten einen Abt, der die Liturgie liebt, der marianisch ist, der ein geistlicher Vater ist, den wir gekannt haben, weil er jeden Tag nach der Komplett beim Rosenkranz in der Krankenkapelle gekniet haben. Wir wollten den Pater Prior Gerhard, aber wir konnten nicht mitwählen. Ja, das erzähle ich nicht. Ja. Die Wahl war knapp. Ich glaube, wir haben die ganze Nacht durchgebetet, lieber Abt Gerhard. Wie schön, dass du da bist. Es war sehr intensiv. Es war eine große Gebetserhörung nach Matthäus 7, Vers 7. Bittet und ihr werdet empfangen. Am nächsten Tag durfte ich dann glücklich als junger Zeremoniär neben dem neu gewählten Abt Gerhard knien, als Zeremoniär deshalb neben dem Abt, weil man da das Buch hält für das Homagium, weil diese Formel mit dem Promito tibi et successoribus tuis, dann kommt wieder Pater Alberich Strommer immer kopfschüttelnd eben jetzt uns aufmerksam, dann kommt nicht legitimis, sondern legitimis, ja, und so weiter. Da musste man das Buch eben halten, während die Mitbrüder den Gehorsam erneuern. Das habe ich dann als Zeremoniär noch 2-mal erlebt. Ich bin 3-mal neben neu gewählten Äbten gekniet.
1999 neben Abt Gregor und dann 2011 neben dir. Es waren dreimal sehr glückliche Momente des Kniens neben dem Abtsthron. Der Ritus des Homagium, der Erneuerung des Gehorsamsversprechens, ist sehr eindrucksvoll. Und 2011 war es dann eine sehr, sehr lange Reihe von Mitbrüdern, die da schon gekommen sind. Alle sind vor dir niedergekniet. Ich habe das Foto hier auch irgendwo mir ausgedruckt, das es da gibt. Abt Wolfgang hat ein bisschen, der saß daneben und hat auch ein bisschen verklärt geschaut. Ja, also es sind sehr schöne Bilder. Alle sind gekommen und haben dann in deine Hände den Gehorsam erneuert. Junge und Alte, ich brauche das nicht aufzählen, Pater Walter hat schon eine Typologie unseres Konventes gegeben, dynamische und langsame, schüchterne und solche, die mit geschwellter Brust gekommen sind. Und ich weiß noch, dass ich da zwei Gedanken hatte. Erstens, der erste Gedanke war, bitte liebe Mitbrüder, wenn ihr damals dabei seid, nicht beleidigt sein, der erste Gedanke war, der Arme. Jetzt muss sich der um die da alle kümmern. Die Leute draußen sehen ja den Abt mit seinem Brustkreuz, beziehungsweise bei dir, Entschuldigung, muss man sagen, Brustkreuzen, vor allem von der Repräsentanz her, von der Leitung her, dass der Abt bei einem Pontifikalamt mit sehr hübschen Gewändern, mit einem prachtvollen Hirtenstab und mit einer von der hohen Stirne aufragenden Kopfbedeckung namens Mitra erscheint, ist eindrucksvoll. Im Prinzip sind diese Insignien aber nur dazu da, um von der Person zu abstrahieren, um die Person als solche in das Amt hinein zu verhüllen. Ich bitte möchte, dass sich unsere Äbte und Bischöfe und Hirten immer die schönsten Gewänder anziehen. Die Masken könntest du dann irgendwann wieder weglassen. Also heute hat man dich nicht erkannt da vorne, wenn ich nicht gewusst hätte, dass du in der Mitte stehst, hätte ich, ja, also das ist ein bisschen zu viel Verhüllung. Ja, also ich brauche diese Abstraktion, damit ich in dem, der da vorne steht und lehrt und predigt, nicht den Menschen, sondern Christus sehen kann. So will es auch die Regel. Der fromme Glaube sieht im Abt Christus und darum wird er mit den Christustiteln Herr und Abt genannt. Dominus et Abbas Vocatur. In einem Beitrag in der Sancta Crux zu deinem Jubiläum, lieber Abt Gerhard, habe ich geforscht, damals noch, da war ich so jung, vor dem Doktorat noch, über die Vatertitel in der Kirche. Es ist ja komisch, nicht? Also da haben wir einen Abbas, na, das kommt von Abba, da haben wir Pater, wie wir uns nennen und so weiter. Und da gibt es doch dieses Gebot im Matthäusevangelium, niemand auf Erden Pater, Vater zu nennen. Und wenn man sich die anderen Sprachen anschaut, außer das Deutsche, im Englischen, im Französischen, im Spanischen, wird jeder Priester Padre, Father, Père, Abbé, Pope genannt. Und bei uns sind nur die akademischen Titel oder die Amtstitel Dechant, Monsignore, ja, Kreisvikar und so weiter und so fort, Professor, ja, Regionaldechant, Administrator, Bischofsvikar. Auch schön. Also das ist ziemlich klar theologisch, möchte ich nur sagen, weil es auch hergehört zu einem Abtsjubiläum. Der Vatertitel kommt bei uns nicht von Gott, dem Vater, von der ersten göttlichen Person, sondern ganz klar ist ein christologischer Titel, wie wir schon bei Paulus jetzt eben finden. Pater, Abt bezieht sich auf Christus, in der Benediktsregel ganz eindeutig, und ist ein christologischer Titel. Christus, der als guter Hirte, als Vater der Seinen, sein Leben hingibt für die Seinen. Das ist der Abt. Das sollte freilich jeder Priester sein. Pater, Vater, Per, Padre. Im Priesterrat der Erzdiözese Wien bin ich mit diesem Vorschlag gescheitert, dass alle Diözesanpriester auch Pater heißen. Gut. Die jungen Mitbrüder kennen dich nur mehr als Abt. Ich kenne dich noch vorher. Ich kenne deine Stärken. Der liebe Gott hat dir viele gegeben. Er hat dir aber auch ein paar Schwächen. Komm schon dazu. Ja, keine Sorge. Du bist in diesen Jahren gewachsen, lieber Herr Abt. Aber wenn man dann ganz oben ist, ist man ganz allein, ganz einsam, letztverantwortlich. Wenn etwas schief geht, dann ist man an allem schuld. Du entscheidest auch als Abt über unser Lebensschicksal. Wenn du zum Beispiel nicht zugestimmt hättest, so sehen es ja die Regularien der päpstlichen Missionswerke vor, hätte der Papst mich nicht zum Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke ernennen können.
Du musst dafür sorgen, dass die richtigen Leute in die Neugründung gehen, dass die Ämter im Haus mit den jeweils besten Mitbrüdern besetzt sind. Das ist eine christologische Aufgabe, die automatisch ans Kreuz führt. Das ist auch der Grund für das Pektorale, das unsere Äbte und Bischöfe tragen. Was für ein dummes Missverständnis, was für eine bösartige Unterstellung, kann man fast sagen, wenn man Gehorsam in der Kirche immer mit einer Art Despotie gleichsetzt. So als könnte der Abt, ein General oder Kommandant mit links um, habt acht, eine Mönchstruppe leiten. Da wären wir alle schnell weg. Wir sind alle freiwillig hier. Pater Pirmin hat gesagt, der Schlüssel zu meiner Klosterzelle steckt immer innen. Uns hält nur die freie und freiwillige Hingabe und wir sind alle Menschen und als solche haben wir das Bedürfnis nach Liebe, nach Ehre, nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Ich habe dich über Jahre im Abtsrat erlebt, wie sorgfältig du alles abwägst, besprichst, dir Rat holst und aus Unsicherheit wird dann weise Entscheidung. Aber zurück zu diesem 10. Februar 2011, wo ich neben dem Abtsthron als Zeremoniär kniete, während du das erste Mal darauf gesessen bist. Einer nach dem anderen kniete vor dir nieder und ich hatte Zeit, um glücklich zu sein und mein Gedanke war eben, no servus, um diesen Tiergarten muss sich der Maximilian jetzt kümmern. Und im Rückblick auf die letzten 10 Jahre muss man ja wirklich sagen, dass aus manchem prachtvollen Reittier eine giftige Schlange geworden ist, freilich auch aus manchem grauen Mäuschen ein sehr belastbarer Elefant für die Kirche und für die Gemeinschaft. Der Spruch, der Herrgott hat einen großen Tiergarten, gilt auch für ein Kloster und der Abt muss das alles tragen und ertragen, uns, liebe Mitbrüder, in unserer Verschiedenheit. Dann kommt aber noch mein zweiter Gedanke und der ist vielleicht ein bisschen komisch, ja. Aber mein zweiter Gedanke war wirklich genauso, wie ich ihn jetzt sage. Ich dachte mir, wie ich neben dir gekniet bin und da hat es diese halbe Stunde Homagium gebraucht. Ich habe mir gedacht, jetzt bekomme ich eine schöne Parte. Lieber Abt, Parte, Totenparte. Lieber Abt Maximilian, wir wissen nicht, wann der Herr uns ruft, aber sollte ich vor dir sterben und du noch in Verantwortung sein, dann bin ich sicher, dass ich einen schönen Nachruf bekomme. Du hast als Prior viele Paten verfasst und diese waren bzw. sind immer eine Freude. Sie sind ein literarisches Kunstwerk, möchte ich fast sagen. Wenn ein Mitbruder von uns stirbt, sie sind keine euphemistische Heiligsprechung. Wenn ein Mitbruder bei uns stirbt, dann sind wir auch von der Liturgie her ganz realistisch. Wir knien am Grab nieder und seufzen zu Gott, Domine miserere super peccatore. Und auch wenn so Mitbrüder wie ein Pater Alberich Philipp oder wie ein Pater Reinhard gewesen sind, das ist realistisch. Herr, erbarme dich des Sünders. Und das schönste gregorianische Stück, das ich kenne, ist das Libera me Domine de morte eterna, das wir singen, wenn wir den Sarg des Toten in die Totenkapelle bzw. in die Kirche tragen. Jeder braucht das Gebet und jeder hat es auch verdient, gewürdigt zu werden. Und das kannst du. Ich denke hier vor allem an die Pate unseres lieben Pater Alban Bunse, die mir persönlich erst klargemacht hat, dass wir hier einen Heiligen unter uns hatten, den Abt Gerd noch mit 70 aufgenommen hat. Du kannst das deshalb, weil du den Mitbrüdern ins Herz schaust. Auch denen, die dir vielleicht vor ihrem Heimgang das Leben schwer gemacht haben. Das ist die Qualität deines Vaters, der alles seine Kinder liebt. Du hast viele und wie gesagt verschiedene Kinder, und ihr verzeiht mir diese zoologischen Vergleiche, eine Rasselbande, aber eine liebe Rasselbande, würde ich sagen. Immer wieder werden auch Krisen ausbrechen, denn der Teufel kann unsere Gemeinschaft, die auf so übernatürliche Weise hat wachsen lassen, nicht von außen zerstören, nur von innen. Der heilige Bernhard sagt ja, inimici in domo tua. Er argumentiert ja von der Liebe her und er sagt, das Höchste, was es gibt, ist die Feindesliebe. Und damit der Mönch nicht draußen in der Welt herumlaufen muss, um sich Feinde zu suchen, damit er diese Feindesliebe praktizieren kann, deshalb hat er die Mitbrüder. Oh, was für ein Realist, der heilige Bernhard. Lieber Herr Abt,
Du musst einiges durchmachen, auch mit mir. Wir sind zwei starke Persönlichkeiten und wir sind verschieden. Der liebe Gott möchte ja auch nicht, dass eine Ordensgemeinschaft auf bloß menschlicher Sympathie und menschlicher Freundschaft gegründet ist, sondern auf dem Übernatürlichen. Die Liebe Christi, die uns eint, ist eine übernatürliche Tugend, kein Produkt der Hormone. Manchmal hat es auch zwischen uns gekracht. Gerade der Ausbau der Hochschule war ein geistliches Abenteuer. An dieser Stelle möchte ich weiß nicht, ob Sie übertragen jetzt, aber EWTN und allen danken, die uns so unterstützt haben. Während überall das Priestertum relativiert wird, hat uns Papst Benedikt XVI. Ja bei seinem Besuch prophetisch vorausgesagt, wenn wir katholisch, eucharistisch, marianisch bleiben, wenn wir Glaube und Vernunft richtig verbinden, dann wird die Fruchtbarkeit nicht fehlen. Über 300 Studenten haben wir weiterhin und sie steigen. Als wir ab 2013 ausbauen mussten, sind wir oft aneinander gekracht. Ich als Rektor, du als Großkanzler. Es ging immer um Banalitäten, um Kleinigkeiten. Und sehr schnell war klar, dass sich in dieser Irrationalität der Teufel rührt. Pater Simeon hat dann das Erzengel Michael-Gebet auf Gregorianisch komponiert. Dabei fiel im Wienerwald auf 3 Stunden der Strom aus. Also bei der Stelle war De Pelle Satanam. Wir singen es seither nach jeder Wochentagsmesse. Das ist keine Geschichte, das war wirklich so. Ja. Liebe Freunde, der derzeitige Zustand der Kirche ist kein natürlicher Verfall. Nicht Fleisch und Blut sind gegen das Christentum aufgestanden, sondern andere Mächte und Kräfte, die bis in die innersten kirchlichen Strukturen die Handelnden beeinflussen. Wir stehen in einem großen geistlichen Kampf und wir ergreifen leider zu wenig in der Kirche die geistlichen Waffen, das Gebet, die Buße, die Sühne, das Verzeihen, die Barmherzigkeit, die Segnungen. Nach mindestens einem solchen irrationalen Krach hast du mich geschnappt und wir haben miteinander am Abend im Innenhof Rosenkranz gebetet. Wir haben die Dreifaltigkeitssäule so oft umrundet, bis mein Ärger verflogen war. Immer haben die Konflikte zwischen uns damit geendet, dass du vor mir und ich dann vor dir niedergekniet bin und wir uns gegenseitig den Segen gegeben haben. Einen Segen, den ich als Choleriker besonders oft brauchte. Wie dankbar können wir auch sein, dass Gott uns durch die gemeinsame Priesterweihe verbunden hat. Sakramenttheologisch sind wir im selben Augenblick zu Priestern geweiht worden. Ja, zuerst kommt die Handauflegung, da war ich vorher, weil ich früher eingetreten bin, aber durch die Worte, accedit verbum ad elementum et fit. Jawohl, meine Studenten, großartig. Danke, das ist Augustinus. Du bist ein Familienmensch, bist personenbezogen, du bist herzbezogen, du kommunizierst dauernd, telefonierst dauernd, bist immer in der Nähe zu Mitbrüdern und wenn du nach Wasserberg auf Urlaub fährst, dann reist du mit einem ganzen Hofstaat von Mitbrüdern. Und du magst uns und lobst uns. Dir ist es wahrscheinlich noch nicht aufgefallen, lieber Abt, aber wenn du bei einer deiner Ansprachen etwas Gutes über einen Mitbruder sagst, dann beginnen einige unter uns, sich sofort anzuschauen und mit den Augen zu rollen. Denn dann wissen wir, sobald du einen lobst, hast du sofort auch das Bedürfnis, den Nächsten zu loben und dann den Nächsten, und den darf ich auch nicht vergessen, und dann den Nächsten. Und das dauert dann oft so lange. Und darum rollen wir die Augen. Jedes Lob über einen, das du sagst, ist Auslöser für das Lob über einen Nächsten. So entsteht eine endlose Kette des Lobens und das ist auch gut so. Wir sind ja alle erbsündlich verwundet und lechzen nach dem Benedizere, danach, dass uns etwas Gutes gesagt wird. Ich empfehle das Buch des berühmten Tiroler Psychologen Reinhard Haller, das er geschrieben hat mit dem Titel »Das Wunder der Wertschätzung«. Wertschätzung ist Teilnahme am Schöpfungsakt, denn Gott lässt Endliches aus dem Nichts und sagt zu diesem Endlichen wertschätzend, und es war gut. Und am 6. Tag sagt er zu uns sogar, zu uns Menschen, es war sehr gut. Und Wertschätzung finden wir auch als Teilnahme am Erlösungsakt, denn die höchste Wertschätzung ist die, dass Gott seinen Sohn für uns hingegeben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, wertgeschätzt, dass er seinen Sohn hingegeben hat. Das Benedizere, lieber Herr Abt, ist dein Herzensmerkmal. Du schaust uns ins Herz und deshalb kannst du so viel Gutes über uns sagen
und dann so gute Totenpaten über uns schreiben. Ich freue mich, ich danke dir. Benedizere heißt auch segnen. Aber auch wir, liebe Mitbrüder, müssen lernen, in der Kirche wieder das Benedizere zu üben, in alle Richtungen. Eine Kirche, in der es nur Neid gibt und man dem anderen nichts gönnt, das gilt nicht nur für die brüderliche Gemeinschaft, sondern auch, wie ich es bei Organisationen jetzt oft erlebe, im Kirchlichen, die ist dem Untergang geweiht. Das ist nicht jesuanisch. Und ich möchte euch noch einmal danken, ich habe das oft gesagt bei Vorträgen, wie ich so in der Öffentlichkeit war, ja, im Fernsehen und überall, wie ich bei Wetten, dass gewesen bin, wie ich einen Oberen hatte. Ich habe nie Eifersucht von euch gemerkt. Ich habe nie Eifersucht gemerkt. Mein Amt als Nationaldirektor, wie ich das 2016 angetreten habe, stand dann in einem österreichweiten Protokoll von irgendwelchen Gremien drinnen. Man muss aufpassen, dass jetzt die päpstlichen Missionswerke unter Pater Wallner nicht so einflussreich werden. Das tut weh. Das ist unser Untergang. Lieber Herr Abt, leite uns weiterhin, indem du uns in unserer Persönlichkeit schätzt und uns etwas zutraust. Dein Leitungsprinzip lautet, aus Betroffenen Beteiligte machen. Wir Mitbrüder müssen ein bisschen aufpassen, dass wir den Gehorsam auch richtig verstehen, denn Gehorsam ist für den heiligen Benedikt nicht. Lieber Herr Abt, darf ich heute Nachmittag aufs Klo gehen? Entschuldigung, ich bin jetzt schon wirklich lang hier, seit 1982. Und wie oft habe ich erlebt, dass Mitbrüder mit einer solchen falschen Demut im Kleinen, die dauernd auf Disziplin der anderen pochen, dann plötzlich zu beleidigten und destruktiven Egomanen werden, wenn es sich um den eigentlichen Gehorsam im Großen handelt. Als Abt, lieber Abt Maximilian, musst du mehr geben, als du selbst bekommst. Es ist ein christologisches Verzehren, Dominus et Abbas vocato, nach Christus wirst du benannt eben jetzt. Es ist das Hingeben des Lebens als guter Hirte. Jesus ist herumgelaufen, hat getröstet, hat aufgebaut, hat geheilt, am Schluss verraten ihn die Seinen und hängen ihn ans Kreuz. Das wird dir nicht passieren, wir lieben dich jetzt schon und noch mehr. Aber, das muss ich auch sagen, ein Abt kann es ja niemandem recht machen. Ich habe das durch vier Äbte erlebt, gerade in einer Gemeinschaft, die so vielfältig ist, so viele Aufgaben hat, schon vom Zeitmanagement her, einfach unmöglich. Der Abt ist immer entweder zu viel fort oder zu viel da, er besucht die Mitbrüder auf dem Pfarr nicht oder das nicht und so weiter und so fort. Er lässt alles laufen und er gibt keinen Freiraum, er ist zu streng und zu nachsichtig oder sonst was. Der heilige Benedikt stellt den Abt immer wieder in den eschatologischen Horizont, er stellt ihn immer wieder vor Christus. Den irdischen Lohn bekommst du nicht. Das sieht man besonders bei Visitationen. Kommt ja wieder eine Visitation, sei es in der Hochschule oder im Konvent. Gut, Visitationen sind auch nicht da, damit da jemand kommt und dann jetzt eben Weihrauch streut. Ja. Also bei einer kirchlichen Visitation wirst du nie ein sehr gut bekommen. Eher schon bei einer Dogmatikprüfung bei mir. Du wirst bestenfalls ein Ja, aber bekommen. Das muss man im Laufe der Zeit lernen und ein bisschen abhärten. Nach 8 Jahren Pfarrer in Sulz, wenn ich dieses Beispiel bringen darf, nach 8 Jahren Pfarrer in Sulz bestand der Dank der Kirche für mein Wirken. Das war die schönste Zeit meines Lebens und am Schluss war die Kirche voll mit Kindern und Jugendlichen. Das war wirklich sehr schön. Aber der Dank der Kirche, der Erzdiözese, bestand darin, dass ich die Kopie des Ernennungsdekretes meines Nachfolgers erhalten habe. Ich glaube, Pater Petrus, heute ist das nicht mehr so und ihr seid, hat sich viel geändert, Gott sei Dank. Also da kann man aber auch immer nur sagen, freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Ich komme zum Schluss. Dir, lieber Herr Abt, gilt unser Respekt, unser Gehorsam, unsere Anerkennung und von meiner Seite und von vielen anderen auch unsere aufrichtige Liebe. Aber das Eigentliche wirst du von Christus bekommen, den du selbst so sehr liebst. Ich weiß, wie viel du betest, dir ist deine Kapelle ein Zufluchtsort, du bist im Verborgenen ein großer, stiller Peter. Dein Beispiel in der Treue zum Chorgebet spornt viele an und löst bei einigen ein schlechtes Gewissen aus, hoffentlich. Das Stift Heiligenkreuz ist in deinem 10-jährigen Abbatiat weitergewachsen. Du baust auf den Fundamenten der Frömmigkeit, Kirchlichkeit, Großherzigkeit und Weitsichtigkeit, die deine großen Vorgänger,
von Abt Karl über Abt Franz, über Abt Gerhard und Abt Gregor gelegt haben. Du konntest nicht nur das Kloster in Sri Lanka einweihen, sondern auch die Hochschule blüht, trotz Pandemie. Und ein Janosch Brenner Studentenheim wird gerade als nächster Schritt des Ausbaus gebaut. Du bist Abtpräses der österreichischen Zisterzienserkongregation und hast durch deine kluge Sorge beigetragen, dass es in allen Zisterzienserklöstern unter deiner Verantwortung gute Äbte gibt. Du besuchst die Mitbrüder in den Prioraten in Stiepel, im Neukloster. In den beiden alten Prioraten warst du ja selbst vor deiner Abtsweihe im Einsatz, in Stiepel sogar als Prior in einer schweren Zeit. Du hast die Neugründung von Neuzelle in einem der entchristlichsten Gebiete der Welt gut geheißen und mit Herzblut vorangetrieben und einige der besten Mitbrüder dorthin ziehen lassen. Dass dein Herz für die Mission brennt, das zeigt nicht nur deine Offenheit gegenüber der medialen Ausstrahlung. Gerade in den neuen Medien, gerade die neuen Medien geben einer geprägten monastischen Gemeinschaft die Möglichkeit, ohne Verrat an unserem Ideal, das der heilige Benedikt so formuliert, Mönche sollen nicht draußen herumlaufen. Ja? Ohne Verrat an diesem Ideal können wir trotzdem ausstrahlen. Da hat sich etwas völlig umgedreht mittlerweile. Ja? Die Jesuiten sind gegründet worden, damit sie draußen herumlaufen können. Die haben jetzt nicht diese Reichweite, wie wir sie hier haben. Ja. Benedikt XVI. Hat uns 2007 ja gesagt, wie wichtig dieses Zeugnis einer gottsuchenden, zweckfrei betenden, gottverherrlichenden Gemeinschaft in dieser trüben Stunde des europäischen Christentums ist. Wie sehr würde ich mir wünschen, wenn wir einen Missionsorden gründen. Und in Afrika, das braucht Stabilisierung. Wir haben Millionen neuer Katholiken jedes Jahr. Wir haben tausende neue Berufungen in Afrika. Aber die brauchen die Stabilität auch durch solche geprägten Gemeinschaften. Wir sind dort in der Völkerwanderungsphase, wie Benedikt im 6. Jahrhundert. Mit Ehrfurcht und ein bisschen Eifersucht schaue ich als Nationaldirektor von Mission Österreich auf die 32.500 Abonnenten von Stift Heiligenkreuz auf Facebook und 13.000 auf YouTube. Mission Österreich 18.000, okay, gut. Ah nein, ich wollte sagen, wir haben nur 13.000, ihr habt 32.000, ist wurscht. Und der Pater Johannes Paul und seinem Team des Studio F33 hat Heiligenkreuz 18.000, ich habe es heute in der Früh recherchiert, 18.000 Abonnenten und ist für viele Menschen ein Trost gerade in der Zeit der Pandemie geworden. Lieber Herr Abt, du bist erst 60 und erst 10 Jahre Abt und hast noch viel vor dir. Es ist gut, innezuhalten. Es ist gut, dir zu danken, vor allem aber Gott zu danken. Gute Hirten sind keine menschliche Wirklichkeit. Sie sind ein Gnadengeschenk. Ich schließe marianisch und danke der Gnadenmutter von Maria Vesperbild. Ich danke dem Pater Löffler und ich danke auch unserem Pater Bernhard, dass sie sich so um die Formung deiner Seele gekümmert haben. Mit einer Frömmigkeit, die beispielhaft ist, mit einer Arbeitsbelastsamkeit, die unvorstellbar ist, und mit einer katholischen Klarheit, die heute schlechthin mutig ist. Es geht bei deinem Dienst als Abt um sehr viel, um das Stift Heiligenkreuz und die große Hochschule und nicht zu vergessen das wunderbare Priesterseminar Leopoldinum. Es geht um die drei Priorate, um 22 Pfarren, um fast 100 Mitbrüder, um die Abtei Marienkron, deren Pater Immediatus du bist, um die Klöster der österreichischen Zisterzienserkongregation und den Gesamtorden, ich glaube, du bist im Rat des Generalabtes, um viele Gläubige, die live oder durch die Medien mit uns verbunden sind. Wir alle brauchen dich. Darum ist das, was ich dir heute am Schluss versichern möchte, vielleicht das Wichtigste. Ich verspreche dir, weiterzumachen, wie ich es wirklich jeden Tag mache. Ich verspreche dir, dass ich täglich für dich bete. Und ich erbitte von Gott ganz besonders für die Zukunft, weil Abt Gregor auch daran erinnert hat, dass das dann nicht mehr so selbstverständlich ist. Ich erbitte von Gott für dich Gesundheit. Ich erbitte von ihm auch alle Weisheit und alle Kraft, die du brauchst, um weiterhin ein guter Abt zu sein und vor allem, um heilig zu werden. Eucharistomen, wir danken.